Sehen wir nun in harmonischem Miteinander eine Künstlerin und ihr Modell. Sie liegen vollkommen richtig. Eine weitere Folge unserer 11 Meisterwerke steht nun auf dem Programm. Noel O'Callaghan kommt aus Irland, lebt seit 1983 mit Unterbrechungen in Berlin. Eine ihrer Spezialitäten ist die Aktzeichnung. Eine Besonderheit von Noel ist, nicht erst den ganzen Körper auf dem Papier zu skizzieren, sondern von einem Punkt ausgehend den Körper zu erfassen. Ausgehend von der Konturlinie wird mit breiter Kreide Volumen erzeugt. Immer wieder geht der Blick zum Modell, fast genauso lange wie auf dem Papier, ruht der Blick auf dem Körper der Gezeichneten. Das Aktzeichnen ist eine der traditionellen Teile der akademischen Ausbildung. Ausgehend vom 18. Jahrhundert durften die Studenten und Schüler zuerst Vorlagenblätter abzeichnen, dann Gipse nach antiken Skulpturen und als Höhepunkt der Ausbildung das Aktzeichnen. Die Ehrfurcht und die Bedeutung vor dem Aktzeichnen hat sich bis heute gehalten. Das Aktzeichnen schult den sicheren Blick, das schnelle Erfassen von dreidimensionalen Körpern und macht wahrscheinlich auch Spaß, weil das Betrachten von menschlichen Körpern durchaus lustvoll ist. Noel O'Callaghan ist jetzt keine wirklich akademische Aktzeichnerin. Sie ist sehr virtuos. Sie kann sehr gut und sehr schnell die Charakteristik des Körpers erfassen. Aber es entsteht kein 1:1 Abbild. Aktzeichnen führt bei ihr zu einer autonomen Form. Es ist nicht nur eine Fingerübung oder eine Vorübung für ein malerisches Schaffen, wie noch vor 100 Jahren etwa. Sondern Aktzeichnen ist für sie ein freier Akt des Kunstschaffens. Noel O'Callaghan hat Irene schon hunderte Male gezeichnet. Doch immer wieder geht ihr Blick auf den Körper, den sie eigentlich schon sehr gut kennt. Denn Licht und Schatten, Körper und Volumen sind doch immer neu. Die Pose reizt immer wieder, neu gefasst zu werden. Der Strich ist suchend. Und vor allem findend. Treffsicher wird die Form des weiblichen Körpers aufs Papier gebracht. Ausgehend von einer fast abstrakten Form wird der Körper gefunden durch immer dünnere, feinere Striche, die immer genauer die Kontur des Körpers treffen.
Hier sehen wir, wie eine Zeichnung in Echtzeit entsteht. Ruhig und konzentriert ist der Blick immer wieder auf dem Modell, dann auf dem Papier, mit beiden Händen gleichzeitig wird der Körper erfasst. Ruhig und konzentriert fährt Noelles Kreidestrich über das Papier. Sie erschafft das Abbild einer Frau, Irene, die gleichwohl idealisiert dargestellt wird. Es ist nicht nur Irene, es ist auch die Pose des Weiblichen, der Körper, der hier allgemein weiblich dargestellt wird, könnte man vielleicht sagen. Die Ausbeute einer Sitzung, posen nicht länger als 10 Minuten, zahlreiche Ergebnisse. Das Abzeichnen ist eine der wichtigen Sparten, in denen Noelle O'Callaghan tätig ist. Daneben gibt es Landschaftsmalerei, Tiermalerei und eine deutlich auch politisch motivierte Arbeit mit Motiven zu Krieg und Gewalt. Wie sagt man da so schön? Wie der, den es nicht gibt und dessen Name hier sowieso nicht genannt werden darf, sie schuf. Sicherlich haben Sie es schon gemerkt, ich bin heute mal wieder in echter Überleitungslaune.